Der Wochenrückblick vom 27.08. bis 2.09.2018. Am Dienstag, den 28. August 2018, wurde der Bayern WLAN Hotspot im Leo Grass Sportzentrum in Obertraubling freigeschaltet. Zahlreiche Gäste aus Politik und der Gemeinde waren vor Ort. Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker und Obertraublings Bürgermeister Rudi Grass gaben dazu den Startschuss. Der Zugang zum WLAN-Hotspot ist recht einfach. Er heißt @BayernWLAN und ist kostenlos. Wireless Local Area Network. Abgekürzt ist das WLAN. Und ja, diese Formel, sage ich mal, oder dieser Formel haben wir es zum Verdanken, dass wir heute hohen Besuch hier in der Gemeinde Obertraubling haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich ja zu diesem Anlass heute, um später ganz einfach auf diesen roten Knopf zu drücken, unseren Minister für Finanzen und Heimat begrüßen darf. Herzlich willkommen, Herr Albert Füracker. Und weil uns der Minister heute besucht, haben sich auch einige oder viele Ehrengäste eingefunden. Es haben leider auch ein paar absagen müssen. Ich meine, es ist Dienstagnachmittag, einige arbeiten auch noch, Urlaubszeit ist, die, wo nicht da waren, sind im Urlaub. Aber trotzdem freut es mich, dass einige gekommen sind. Und so freut es mich, dass ich begrüßen darf den Vizepräsidenten im Bereich Breitensport und Bildung des Bayerischen Landessportverbandes, den Herrn Klaus Rauschke. Herzlich willkommen, schön, dass wir uns einmal kennenlernen und schön, dass Sie heute bei uns sind. Aus der Politik haben wir auch Gäste. Es ist momentan erst die Frau Landrätin da, aber Gott sei Dank ist unsere Landrätin da. Herzlich willkommen, liebe Tanja Schweiger. Des Weiteren darf ich begrüßen vom Vermessungsamt einen Chef des Vermessungsamtes, einen Herrn Steimer. Schön, dass Sie uns auch heute besuchen. Wir haben ja schon oft miteinander zu tun gehabt und heute haben wir einmal bei so einer Art Einweihung oder bei einem Startschuss miteinander zu tun. Herzlich willkommen, Herr Steimer. Ja, ich habe ihn schon mal anschwirren sehen, so wie immer, unser Ehrenbürger und Ortsheimatpfleger, ein Pius Detterbeck aus unserer Gemeinde. Herzlich willkommen, lieber Pius, schön, dass du da bist. Unsere weiteren Ehrenbürger haben sich leider alle entschuldigen müssen. Ich habe gehört, der eine oder andere ist sogar ein bisschen schlecht beieinander, hat es gar nicht geschafft. Und unsere ehrwürdige Schwester Caritas hat heute noch kurzfristig abgesagt. Aber ja, wie gesagt, alles bringt man nicht immer unter den Hut, aber mich freut es besonders, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat heute hier sind und stellvertretend darf ich einen dritten Bürgermeister, einen Holger Feustl, begrüßen. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, auch der SVO ist vertreten. Mit den Abteilungen darf ich hier stellvertretend begrüßen unseren ersten Vorsitzenden, einen Karl-Heinz Hernicek und unseren Ehrenvorsitzenden, einen Josef Fürst. Schön, dass ihr da seid, alle beide. Dann ist die Presse vertreten, die Mittelbayerische Zeitung. Heute besucht uns die Frau Wimmer. Und es ist da unser Lokalfernsehen, das wir immer, auf dem wir immer zählen können. Der Hofmeier Gerhard, der wie immer das Ganze live überträgt oder zumindest schnellstmöglich im Internet dann wieder zu begutachten ist. Herzlich willkommen auch an Sie. Und zu guter Letzt darf ich unseren Herrn Ziegerhaus begrüßen, der bei uns in der Gemeinde das stellvertretend macht und er hat auch das heute organisiert und er ist seit Monaten eigentlich dran, dass hier das Ganze klappt und das ist vielleicht so ein erster Hinweis, den ich dem Minister gern mit auf den Weg geben würde. Ich weiß, wir halten uns recht kurz, aber unser Herr Ziegerhaus kämpft seit Monaten ja mit der rosaroten Firma, nenne ich es einmal, weil wir haben sich das so leicht vorgestellt, da ging ein Haufen Kabel rein. Und eigentlich ist es an einer Ader von denen Kabel gelegen, dass das Ganze so lange gedauert hat. Und vielleicht können Sie uns da behilflich sein, dass auch diese großen Firmen, ja, wie soll ich das nennen, wissen,
wer in Bayern auch schafft, dass wir da auch haben, die gern das alles ein bisschen schneller umgesetzt hätten. Und nachdem sie das ja so gut, ich sage einmal, initiiert haben, dieses WLAN, dieses Bayern-WLAN, ich glaube, das war sehr wichtig, dass wir auch von den Kommunen diesen Startschuss von ihnen bekommen haben, da wo sie gesagt haben, Mensch, wir versuchen, wir wollen mal 2020 ein ganz engmaschiges Netz hier ja, zur Verfügung stellen. Ich glaube, irgendwann sollen es einmal 40.000 so Hotspots sein, wie man das nennt. Und ich habe mal nachgelesen irgendwann, dass schon ungefähr ein Drittel auch umgesetzt ist, so circa. Aber da haben Sie vielleicht bessere Zahlen wie ich. Und da, glaube ich, schaut es nicht, wenn man gerade an so Kleinigkeiten, unserer Meinung nach Kleinigkeiten an so Kabeln, wenn es dann liegt, ob man da nicht ein bisschen mit Nachdruck da immer ja, ein bisschen anklopfen könnte, sage ich jetzt einfach einmal. Ja, wir haben, wie gesagt, zwei Standorte mittlerweile umgesetzt, die beiden eben, die gefördert worden sind, mit 5.000 Euro. Der Gemeinderat hat hier entschieden, einen am Rathaus zu installieren, der ist bereits installiert, und eben einen am Sportzentrum. Und ich kann mich an die Diskussion erinnern, Sportzentrum, ist das gut oder schlecht? Hier haben doch junge Leute, ja, die sollen doch Sport machen oder spülen oder sonst was und nicht im WLAN. Aber ich glaube, wir müssen uns dieser Diskussion stellen, dass sowas auch in der heutigen Zeit ein bisschen zusammenkehrt. Weil, ich habe das mitgekriegt, egal ob Fußball, Handball, Kegeln, rhythmische Sportgymnastik, alles ist sofort ja, nachvollziehbar übers Internet, über diese WLAN-Anschlüsse. Jeder möchte gleich Bescheid wissen. Und ich selber erwische mich schon, dass wenn ich jetzt nicht selber herunten sein kann und ich weiß, da spielt jetzt unsere Mannschaft Fußball, dann kriege ich da alle paar Minuten die neuesten Zwischenstände. Und so soll es auch sein, weil eben da herunten einer ist, der das Ganze eingibt. Und ich glaube, an das müsste man sich gewöhnen, dass eben ja, das Ganze Hand in Hand gehen muss. Natürlich sollen die Kinder auch noch das Körperliche alles machen, aber sicherlich gehört dieser Fortschritt auch dazu. Und ich erzähle Ihnen bloß nur eine kurze Geschichte, wenn erwachsene Männer, so wie ich, wir machen ab und zu eine Motorradtour mit Freunden, und wenn man dann ein Zimmer in einem Hotel bucht und ist der erste Weg an die Rezeption und man fragt nicht, ist ein Zimmer frei, sondern wie ist denn das Passwort vom WLAN, da muss man sich schon auch Gedanken machen. Aber wie gesagt, das ist der Fortschritt und den müssen wir uns stellen und den wollen wir uns auch stellen. Auch, und jetzt sage ich es einmal so, weil bei diesem Thema, obwohl ich mich immer nicht nur so gern zu den Alten zähle, aber auch wir Alten müssen uns diesem Thema stellen, dass einfach ja, dieser Fortschritt nicht an uns vorbeigeht, weil wir diese ganzen Vorzüge einfach auch nicht mehr missen wollen, weil wir uns an das gewohnt haben. Vielleicht werden Sie sich jetzt fragen, und ich habe mich auch am Anfang gefragt, unser Minister hat sich Obertraubling ausgesucht zu besuchen. Warum kommt jetzt der Minister nach Obertraubling? Eigentlich müsste er als Bürgermeister sagen, ja, wo soll er sonst sein, wenn nicht nach Obertraubling? Aber ich will damit nur unterstreichen, Herr Minister, es ist uns eine große Ehre, dass Sie unser ja, Leo-Grass-Sportzentrum ausgesucht haben, symbolträchtig diesen Startschuss ja, zu geben hier bei uns. Und das freut uns, wie gesagt, sehr, dass Sie heute bei uns sind. Es freut mich auch und uns alle hier, dass Sie auch sich in unser goldenes Buch der Gemeinde eintragen werden. Das soll aber nicht heißen, dass wir meinen, Sie kommen so schnell nicht mehr, weil wir freuen sich jedes Mal wieder, wenn Sie kommen und uns besuchen. In diesem Sinne, wie gesagt, Sie haben ein ganz enges Zeitfenster und wir wollen ja von Ihnen nur ein bisschen was hören. So wäre auch der Ablauf gedacht, dass Sie zu uns noch sprechen. Und ich glaube, dass auch der Herr Drauschke noch zu uns spricht, und nachdem die Landrätin da ist, darf ich dich einfach bitten, da haben ja auch noch zwei, drei Sätze zu sagen. Und ich möchte dann einfach schließen, dass es uns freut, dass wir hier im Sportzentrum in Zukunft außer Fußball, Handball und Kegeln auch surfen können. In diesem Sinn, würde ich jetzt Sie bitten, Herr Minister, dass Sie vielleicht zu uns ein bisschen uns etwas Neues aus, ja, aus München erzählen. Lieber Herr Bürgermeister, liebe Frau Landrätin, sehr verehrte Herr Drauschke, sehr verehrte Damen und Herren der Kommunalpolitik, des Sports, der Medien, heißen Sie alle herzlich willkommen. Ich freue mich, dass das heute geklappt hat. Es ist in der Weise ein besonderer Termin, lieber Herr Drauschke, weil wir ja seit längerem auch in Kontakt sind. Der Jörg Ammann hat mich ja schon mehr oder weniger oft auch darauf angesprochen, dass wir noch intensiver tätig werden sollten im Bereich WLAN und Sport in Bayern.
Und deswegen hat dieser Termin heute noch mehr Bedeutung als jetzt rein die Frage der Freischaltung der symbolischen Nier in Obertraubling, als die Frage des Startschusses, dass wir im Bereich des Sports mit unseren Bayernwählern noch aktiver zusammen mit den Kommunen werden möchte. Und deswegen freue ich mich sehr, dass es heute geklappt hat. Es ist ja so, und lieber Herr Bürgermeister, Sie haben recht, das Zeitfenster ist eng. Sie haben auch alles dafür getan, dass sich der Redner hier kurz fasst, denn Sie stehen alle im Schatten, der Redner in der prallen Sonne. Also die Strategie ist insofern hervorragend, das muss ich Ihnen lassen. Aber Spaß beiseite, wir nehmen uns natürlich auch die Zeit, um das zu sagen, was gesagt werden muss. Denn wir haben im Bereich der Digitalisierung ja unglaublich viele unterschiedliche Facetten und Nuancen, die wir in Bayern zu bedienen haben, wo wir den Ansprüchen einer modernen Gesellschaft gerecht werden wollen. Und bei uns im Ministerium, wir sind eben zuständig für die technische Infrastruktur. Und da haben wir uns in den letzten Jahren sehr intensiv um den Breitbandausbau gekümmert und im Bereich WLAN auch schon viele Schritte gegangen, weil es halt ist wie immer, zuerst fragen viele Menschen, ja, warum brauchen wir jetzt WLAN auch noch? Die Frage kriege ich oft gestellt. Und die Frage wird jetzt gestellt, spätestens in 5 Jahren, wenn das WLAN nicht da ist, wird die Frage lauten, warum haben wir kein WLAN? Das ist der Unterschied und deswegen danke ich sehr allen, die mitmachen. Ich begrüße jetzt auch die Silvia Stiersdorfer, die noch auf der Autobahn war ohne WLAN. Und deswegen danke ich sehr den Kommunen. Heute stellvertretend bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Bürgermeister Kraus, für die Initiativen. Denn es ist beim Breitbandausbau wie beim WLAN-Ausbau, wir kooperieren hier als Staat mit den Anbietern und auch mit den Kommunen selbst. Denn wir wollen haben, dass wir möglichst rasch flächendeckend die Infrastruktur bekommen. Und da ist einer alleine in der Regel überfordert. Und deswegen geht es hier um eine gute Zusammenarbeit. Und heute jetzt geht es um die Hotspots in Obertraubling und einer davon ist eben hier im Sportzentrum. Und Sie haben es beschrieben, Herr Bürgermeister, warum es Sinn hat, im Sportzentrum auch entsprechende WLAN-Infrastruktur anzubieten. Es ist hier nicht nur so, dass Sie, wie der Altbayer sagt, Outdoor-WLAN anbieten, sondern auch Indoor entsprechende Punkte haben, 4 innen und 2 außen bei 6 Hotspots. Diese Infrastruktur ist notwendig, weil wir eben die Herausforderungen einer modernen Gesellschaft auch dadurch nutzen wollen, dass wir eben stets erreichbar sind und vieles von dem kommunizieren wollen, was wir gerade erleben. Und wir sind viel unterwegs, auch das ist ein Punkt. Und wenn man unterwegs ist, ist eben mobile Infrastruktur erforderlich. Und deswegen, damit alle Smartphones und Tablets immer funktionieren, müssen wir dafür sorgen, dass WLAN auch funktioniert. Und da ist es halt wie immer. Großstädten wird das ohnehin gemacht und angeboten, jedenfalls meistens, weil dort kann man auch richtig Geld verdienen damit. Das ist immer das Problem, das ist ja beim Breitbandausbau so. Da höre ich ja manchmal von den Bürgermeistern, ja, was soll ich noch alles machen, ich bin doch nicht zuständig für den Breitbandausbau. Könnte ich als bayerischer Staatsminister ganz charmant antworten, ich auch nicht, weil es auch kein Gesetz gibt, wo drin steht, dass der Freistaat Bayern zuständig ist für den Breitbandausbau. Wir sind auch nicht zuständig für den WLAN-Ausbau. Nur wir wollen sie eben tun, weil, wenn es nur der Markt richten soll, dann wird es lange dauern, bis die Infrastruktur in den ländlichen Bereichen ankommt. Und deswegen bieten wir eben diese Förderung an. Und nach der Breitbandversorgung ist eben der nächstlogische Schritt der WLAN-Zugang. Und deshalb unterstützen wir die ländlichen Regionen im Sinne gleichwertiger Lebensbedingungen in Stadt und Land. Bayern WLAN ist nach der Einrichtung, die sich der Staat natürlich zunächst einmal mit einem Zuschuss von 2.500 € pro Hotspot das kosten lässt, im Betrieb der Kommune mit den Betriebskosten, die die Kommune abdeckt, letztendlich offen und kostenlos für den Nutzer. Das ist ja ganz ein besonders wichtiger Aspekt. Also es ist nicht nur WLAN, sondern auch kostenloses WLAN. Und die Menschen, die eben dieses WLAN nutzen, haben auch die Vorteile natürlich, dass sie das Bayern-WLAN überall, wo es den Hotspot gibt, automatisch wieder eingeloggt bekommen. Wir haben auch einen Jugendschutzfilter eingebaut, auch das ist wichtig, sodass also mit unserer WLAN-Infrastruktur jugendgefährdende Seiten ausgeschlossen werden können. Darauf wollen wir natürlich achten. Und dass natürlich die Sportler relativ rasch, Herr Draschke, auf die Idee gekommen sind, das brauchen wir auch im Bereich unserer Sportheime. Sprich für euch, ihr seid innovativ. Und ich sehe ein wunderbares Sportzentrum auch hier. Ich selbst bin ein sehr talentfreier Fußballer. Ich
weiß also auch ganz genau, was die alles falsch machen, die das spielen, wenn ich zuschaue. Selbst ist es einfacher natürlich zu kritisieren, wie es halt immer ist. Da geht es Fußballern und Politikern gleich, die Beobachter sind meistens die Besseren. Aber ich bekenne mich jedenfalls in dieser Hinsicht schuldig. Jedenfalls haben wir hier ein attraktives Sportzentrum, eine Mehrzweckhalle und vielfältige Außenanlagen. Hier geht es ja auch nicht nur um Fußball, sondern Leichtathletik, Kunstrasen, Feld ist vorhanden, ein Beachvolleyballplatz und eben diese 6 Hotspots leuchten im Mehrzweckhalle und den Sportplatz aus. Und es ist ideal, im Sportbereich Bayern WLAN zu nutzen, dieses seriöse Angebot. Und meine Damen und Herren, natürlich kann man dann sofort Bilder verschicken vom Wettkampf, über die Ergebnisse berichten, Fußballergebnisse nachschauen, in den Pausen im Internet etwas abrufen. Und dass Sie, Herr Bürgermeister, in Obertraubling sehr aktiv sind, das sprach ich an. Dafür danke ich sehr. Auch am Rathaus gibt es einen Hotspot. Im Übrigen, wir bieten zu den Konditionen unseres Beikom-Vertrages weitere Hotspots an. Wir können nicht alle seitens des Staates fördern. Wir fördern in der Regel 2 pro Kommune und an touristischen Highlights weitere. Aber wenn eine Kommune sagt, sie möchten zu Bedingungen dieses Vertrages weitere Hotspots einrichten, auch das ist jederzeit möglich. Ja, es war im Jahr 2015, da starteten wir diese Initiative. Wir haben erprobt und dann sind wir in die Fläche gegangen. Der Rollout, wie wir so schön sagen, hat im Juli 2016 begonnen. Und Sie haben recht, Herr Bürgermeister, von den geplanten 40.000 Hotspots haben wir 13.200 freigeschalten und haben kommunale Einrichtungen, touristische Highlights, auch die Hochschulen im Visier und neuerdings auch die Schulen. Auch daran sieht man, wie es im Bereich der Erziehung und der Bildung an unterschiedlichen Wahrnehmungen im Laufe der Zeit vonstatten geht. Bis vor kurzem hatten wir an den Schulen ein Handyverbot und seit kurzem höre ich, wir brauchen sie für den Schulen auch WLAN. Also so verändern sich die Zeiten und wir werden das auch fördern und auch im ÖPNV fördern wir WLAN-Infrastruktur. Wir starten Busse im ÖPNV mit WLAN-Infrastruktur aus. Dort im Übrigen auch interessant, dort wo schon in Bussen WLAN-Infrastruktur vorhanden ist, sagen uns die Betreiber, ist der Vandalismus signifikant zurückgegangen. Menschen, die im Bus fahren und etwas Vernünftiges zu tun haben, haben offensichtlich keine Zeit, irgendwas anderes kaputt zu machen. Also 5.000 Euro, es geht um die kommunale und die touristischen Highlights. Im Übrigen, im Moment haben 1.070 Kommunen ihr Interesse bekundet, 830 Kommunen sind in der Umsetzung und die Zugriffsraten aufs Bayern-WLAN steigen in unglaublicher Dynamik an. 4,5 Millionen Nutzer im Juli 2018, 10% mehr als im Vormonat und auch das Datenvolumen steigt signifikant um großartige Mengen an. Wie geht es weiter? Bis 2020 wollen wir dieses dichte Netz schaffen, die 40.000 Zugangspunkte erreichen und wir haben eben auch in unserer neuen Förderrichtlinie Breitband nicht nur einen Glasfaseranschluss für die Schulen vorgesehen, wo jede Schule Glasfaserleitung befördert bekommt, sondern eben auch WLAN-Hotspots in den Schulen und in den Krankenhäusern, in den Bussen, ich sprach es an, bis zu 20 Busse je Landkreis und kreisfreier Stadt wollen wir mit der Übernahme der Installationskosten animieren, auch im Bereich ÖPNV WLAN zu nutzen und auch hier haben wir große Resonanz und ständig Freischaltungen dieser WLAN-Infrastruktur. Ja, das glaube ich wie alles, was ich dazu sagen wollte, lieber Drauschke, unsere Zusammenarbeit im Bereich der Sportstätten ist im Prinzip eingeläutet. Und auch der Tag heute soll eben dazu nutzen, Werbung dafür zu machen, für die Initiative an Sportstätten auch WLAN-Hotspots einzurichten, gerne auch Bayern WLAN. Deswegen sind wir auch heute da. Es hat heute wunderbar gepasst. In Regensburg bin ich ohnehin, dann in Obertraubling zu sein und so einen schönen Termin zu machen. Das ehrt mich. Ich danke für die freundliche Begrüßung und für die Möglichkeit, mich auch im Goldenen Buch verewigen zu dürfen. Danke, dass Sie gekommen sind. Wir können nach weiteren Grußworten dann die symbolische Freischaltung gerne vornehmen. Sehr geehrter Herr Staatsminister, sehr geehrte Frau Landrätin, Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, nicht nur die kommunalen Behörden, nicht nur Unternehmen, auch Sportvereine und Sportverbände müssen ihr Ohr am Puls der Zeit haben,
wenn sie denn leistungs- und wettbewerbsfähig bleiben wollen. Die Digitalisierung ist deshalb auch für den organisierten Sport, nicht nur in Bayern, sondern bundesweit, ein außergewöhnlich wichtiger und ein strategischer Prozess. Im Namen des Bayerischen Landessportverbandes bedanke ich mich sehr herzlich für die Einladung zur heutigen WLAN-Freischaltung hier in Obertraubling. Zugleich überbringe ich Ihnen die besten Grüße unseres Präsidenten Jörg Ammon. Er wäre heute sehr gern persönlich dabei gewesen. Er ist ja ein Fan, ein Freak des Internets. Leider ist er heute in Leipzig beruflich gebunden. Das Sportzentrum hier, Leo Grass, mit seinen vielseitigen Sportangeboten ist ein außergewöhnlich gutes Beispiel und macht und zeigt auf, wie es Sinn macht, kommunale Hotspots mit dem Sport, mit modernen Kommunikationstechniken optimal zu verbinden und diese zu nutzen. In vielen Sportarten, da muss man gar nicht zum Fußball schauen, da kann man zum Basketball gehen, da kann man zum Volleyball gehen beispielsweise, sind Wettkämpfe und selbst das Training ohne die modernen Techniken fast nicht mehr vorstellbar. Elektronische Spielerpässe kann man in der Sporthalle überprüfen, man muss nicht mehr die Papierspielerpässe vorlegen. Elektronische Spielberichtsbögen erlauben sofort, dass das jeweilige Ergebnis über den Live-Ticker ins Internet geschickt wird und man praktisch permanent über den Stand des Spieles informiert ist. Wenn man dann sogar in der Lage ist, eine kleine Kamera anzuschließen, es gelingt manchmal sogar mit den Handys, mit Tablets, kann man das Spiel direkt live ins Internetfernsehen übertragen. Das sind Dinge, die waren bisher im Grunde überhaupt nicht machbar, überhaupt nicht technisch möglich. Und wenn wir dieses weiterbringen wollen, dann ist die digitale Versorgung der Sportstätten und der Sportvereine auf dem Weg natürlich äußerst sinnvoll. Es hat, sehr geehrter Staatsminister, den BLSV natürlich sehr gefreut, als im Juni beim Verbandstag der neue Ministerpräsident Dr. Markus Söder die Botschaft mitgebracht hat, auch die bayerischen Sportvereine werden in das Breitbandprogramm mit einbezogen. Und das ist auch der Grund, denke ich, mit ein Grund, warum wir heute hier sind und warum ich auch dazu eingeladen worden bin. Dieses in Aussicht gestellte Programm bedeutet für die Sportvereine einen riesigen Meilenstein in ihrer Entwicklung. Nur so können wir als Sport, als organisierter Sport, auch die Aufgaben digital bewältigen, die uns in der Zukunft erwarten. Wenn ich richtig informiert bin, haben wir über Bayern WLAN aktuell 50 Sportstätten, die so versorgt sind oder bei denen es gerade im Begriff ist zu entstehen. Wir freuen uns natürlich über jede weitere Entwicklung diesbezüglich und Sie wissen vielleicht, der Bayerische Landessportverband hat eine Vielzahl von Vereinen. Wir werden nicht alle erreichen, aber ich denke mir, wenn es gelingt, die Kopplung des Sports an kommunale Standpunkte oder an schulische Standpunkte zu erhalten, dann machen wir riesige Schritte nach vorne. Als Vizepräsident bin ich auch dafür zuständig, dass die Vereine ein lebendiges, ein pulsierendes und ein innovatives Vereinsleben haben. Und dazu braucht ein Verein logischerweise auch ein Vereinsmanagement, Menschen, die in die Lage versetzt werden, eine zeitgerechte Art und Weise für die Leitung des Vereins einzusetzen. Deswegen sichert, und das wäre jetzt der zweite Punkt, abgesehen von den Wettbewerben, deswegen sichert so ein Hotspot, Sie haben es angesprochen vorhin, Herr Bürgermeister, die Erreichbarkeit des Vereins und die Präsenz des Vereins bei den Mitgliedern, als auch in der Öffentlichkeit. Und auf dem Weg kann jeder Verein sehr passgenaue Angebote kommunizieren und die Menschen erreichen, die auch dann das Angebot des Vereins annehmen können. Sehr geehrter Herr Staatsminister, unser Präsident Jörg Ammon hat mir gesagt, er wird Sie in den nächsten Wochen
treffen und sie wollten sich gemeinsam mal auf den Weg machen, das Programm und die Details für den Breitbauausbau zu regeln. Dafür sage ich jetzt schon ein ganz herzliches Dankeschön und wir zählen auf Sie. Und Herr Amon hat mir auch noch gesagt, dass Sie weitere Initiativen für Sportvereine auf den Weg gebracht haben oder bringen werden. Und zwar geht es da einerseits um die Initiative bundesweit gesehen, die Übungsleiterpauschale aufzustocken und den Ehrenamtsfreibetrag auch aufzubessern. Auch dafür sage ich Ihnen ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Das wären ganz wichtige weitere Säulen, damit wir unser Vereinsleben aktivieren können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zukunft macht auch vor Sportvereinen nicht Halt. Gott sei Dank, sage ich. Ein Attentat von hinten macht mir nichts aus. Ein breites Kreuz hat der Sport immer. Und Sie haben völlig zu Recht den Paradigmenwechsel mit den Handys an den Schulen angesprochen. Die Vereine haben diesen dramatischen Wechsel nicht, aber sie haben die Aufgabe, sich zu öffnen. Und wir wissen auch sehr, dass wir durchaus in Generationen Vereinsführungen haben, die dem Internet sehr skeptisch gegenüberstehen. Und die gilt es auch zu überzeugen und mitzunehmen, um auf diesem Weg Erfolg zu haben. Packen wir es gemeinsam an. Wir wünschen uns alle zukunftsfähige Sportvereine. Wir brauchen sie. Ich wünsche Ihnen im Namen des BLSV für die Kommune alles Gute. Ich wünsche dem Sportverein und dem Leo Grass Sportzentrum alles Gute. Und danke, dass Sie mir zugehört haben. Und ich übergebe das Wort an wen, weiß ich jetzt nicht, an die Frau Landrätin wahrscheinlich. Ja, danke schön. Ja, Herr Staatsminister, Frau Abgeordnete, Herr Bürgermeister, Herr Vizepräsident, Kollegen aus der Kommunalpolitik, von meiner Seite auch noch ein herzliches Grüß Gott. Ich glaube, es ist heute wirklich auch ein Meilenstein und nochmal ein Signal, das hier aus Obertraubing, glaube ich, auch nach ganz Bayern geht. Es ist der Staatsminister in der Zuständigkeit hier, es ist der Landessportverband hier vertreten und die Vorredner haben eigentlich ganz deutlich auch schon gesagt, worum es hier geht, um ein gutes Miteinander, um eine gute Kooperation. Der Sportverband hat die Initiative auch nochmal mit ergriffen und Bayern, WLANs, Finanzministerium hat das Ganze auch mit aufgegriffen und in ein Konzept gegossen und die Kommune hat es vor Ort mitgenutzt und dann mit umgesetzt. Ich glaube, es ist ein wichtiger Meilenstein in dem ganzen langen Weg des Breitbandausbaus und wenn wir uns überlegen, wie lange wir schon darüber reden und diskutieren und wie viele Programme, das wir schon aufgelegt haben und in wie vielen Runden wir immer wieder sind, weil immer wenn man meint, eigentlich vermeintlich, jetzt hätte man einen Standard erreicht, dann hat sich halt einfach die Welt weiterentwickelt und die Übertragungsraten laufen uns quasi davon. Ein wichtiger Baustein ist in dem Bereich Bayern-WLAN und von der Struktur her zu sagen, jetzt hat er mal über die Sportstätten, über die Rathäuser, über die Schulen, der Landkreis Regensburg hat selber auch 10 eigene Schulen und versucht auch in dem Bereich die Förderprogramme mit zu nutzen. Es ist eine gute Möglichkeit, es gibt da Schwächen und für manche Bereiche passt es nicht, aber für den Bereich hier passt es einfach sehr gut. Dafür von meiner Seite auch nochmal ein herzliches Vergelt's Gott an alle Beteiligten. Bayern WLAN in den Bussen ist auch angesprochen worden vom Herrn Staatsminister. Da müssen wir einfach schauen, dass die grundsätzliche Infrastruktur nicht hinterherhängt, weil wenn wir eine schwache Mobilfunkversorgung im Land haben, dann hilft es Bayern WLAN und der Hotspot im Bus auch nichts. Da haben wir noch weitere Herausforderungen auch mitzumachen, die aber soweit schon erkannt sind und mit eingetaktet. Schauen wir nochmal, Herr Füracker, ob das Wirtschaftsministerium auch so gut in der Umsetzung ist, wie das Finanzministerium war. Ich möchte mich einfach persönlich auch nochmal bei dir bedanken. Du bist zwar erst relativ kurz Finanzminister, aber als Finanzstaatssekretär seit 5 Jahren mit an Bord und von daher erster Stunde auch Bayern WLAN mit dabei und das Breitbandprogramm auch von euch aus dem Ministerium mitgekommen. Ich möchte mich an der Stelle einfach auch beim Herrn Steimer für die sehr, sehr gute Zusammenarbeit bedanken. Wir haben als Landkreis sehr gut mit dem Vermessungsamt, ich sage es immer noch so und Sie wissen, dass ich es immer noch so sage, gut zusammengearbeitet. Und ich glaube, heute haben wir hier einfach nochmal einen guten Meilenstein erreicht in einem großen Feld, wo wir noch viele Aufgaben vor uns haben. Aber es geht nur, wenn wir es gemeinsam anpacken und uns den Herausforderungen stellen. Von daher herzliches Grüß Gott von meiner Seite und vor allen Dingen ein herzliches Vergelt's Gott für alle Initiatoren. Ich wünsche alles Gute, das Bayern-WLAN funktioniert
Wir waren rechtzeitig da und haben es vorher noch getestet. Mein Fahrer hat gesagt, schauen Sie her, jetzt sind wir schon drin. Wunderbar, also glaube ich, das ist auch nochmal eine ganz gute Nachricht. Es funktioniert, wir hoffen, dass es weiterhin stabil ist, dass die Breitbandversorgung hier so stabil ist, dass man es auch gut nutzen kann. Und dann wünsche ich einfach alles, alles Gute für den Sport, für die Daten, die man weitergeben will, die da herkommen sollen und für alle, die ansonsten hier am Stadion sind und das mitnutzen wollen. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die netten Worte, die wir gehört haben. Jetzt darf ich nur in der Gemeinde Obertraubling begrüßen, unsere Landtagsabgeordnete, die Frau Stierstorf. Das Auto ist schon länger dort gestanden, aber du bist scheinbar zu uns da. Ja. Und das Bayern-WLAN, das war eine Testversion, weil das macht ja jetzt erst der Herr Minister scharf, sage ich mal, unser WLAN, weil der hat ja, der Herr Minister hat ja auch das Passwort dabei, das wir dann brauchen. Von daher war das nur ein Test. Ja, ich würde jetzt den Herrn Minister bitten, dass er sich in das goldene Buch der Gemeinde einträgt, würde uns sehr freuen. Und dann würde er einfach bitten, dass wir schauen, dass alle was zum Trinken haben und vielleicht die Brotzeit auszurichten. So, natürlich müssen wir zuerst draufdrücken, Entschuldigung. Ja. Wir zählen von 100 bis 0 und dann drücken wir drauf. Also. 3, 2, 1, los geht's. So. Seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren sind Sie. Und der Vater war Bürgermeister? Der Vater war auch Bürgermeister. Das sind natürlich gute Voraussetzungen. Ja, keine Frage. Das kann was ausmachen. So, ja, danke schön. Vielen Dank. Das zu unserem Bayernwappen. Super. Und der Farbe, ne? Wir schreiben so schön. Schreiben Sie so schön. Der weißblaue Himmel. Nein, leider nicht. Da haben wir immer jemanden. Das gehen wir immer weg zum Schreiben, weil das von uns keiner kann. Jawohl. Ich möchte Ihnen nur gern als kleine Erinnerung, da haben wir mir ein Bierseidel der Gemeinde Obertraubling. Ich gehe einmal davon aus, Sie trinken auch ab und zu mal ein Glas Bier vielleicht daheim. Ja, danke schön. Und ja, wenn Sie einmal daheim sind, das ist eine Chronik zur Gemeinde vielleicht. Haben Sie einmal irgendwie Bedarf, dass Sie sagen, Mensch, da war ich schon, was ist jetzt das gleich wieder, müsste eigentlich alles da drinstehen. Besten Dank. Herzlichen Dank nochmal für Ihren Besuch, Herr Minister. Dankeschön. Und wenn Sie wollen, natürlich können wir gerne runden dran bei uns im Sportzentrum. Aber wir haben natürlich vielleicht 5 Minuten. Ja. Also ich darf alle einladen, sich was zum Trinken, was zum Essen zu nehmen. Mhm.